Herzlich willkommen, liebe Fußballfans. Bei mir darf ich jetzt begrüßen Horst Landmann. Es wurde jetzt ein neues Fanportal gegründet, Sportfan.at. Wie kam es eigentlich zu dieser Idee? Ja, zuerst einmal möchte ich alle Sportfans begrüßen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt seit 13. Dezember ein neues Online-Sportportal, das sich eben sport-fan.at nennt. Und das Ganze ist eigentlich aus einer, ja, ich sage mal, aus einer Bierlaune aus entstanden. Wir sind mit meinem Freund, mit dem Krawaner Ernst, zusammengesessen, der ist selbstständiger Webdesigner und hat gesagt, weißt du was, Horst, ich mache die Homepage, ich mache das Design, du das gerne schreiben und kannst relativ gut schreiben, wir machen eine Sport-Homepage. Und genauso ist das Ganze entstanden. Ja, und jetzt schauen wir, wie das Ganze mal weitergeht. Das ist die Frage, wie wird es in Zukunft weitergehen mit diesem Sport? Es gibt jetzt eine Kooperation mit dem Amigos Fan TV ist geplant und... Das ist richtig, wir wollen mit Amigo Fan TV zusammenarbeiten, auch mit anderen Online-Portalen wie zum Beispiel Fanreport. Wir haben auch gestern eine Kooperation mit den Kärntner Regionalmedien geschlossen. Ja, und es ist so, dass wir momentan von lokalen Sportgeschehen berichten, regionalen und auch internationalen Sachen. Aber für die Zukunft ist es geplant, den Schwerpunkt auf regionale und ja, eigentlich auf regionale Sachen zu setzen. Wir wollen dort natürlich Sportlern und Sportlerinnen, die noch nicht so medial bekannt sind und die nicht dieses mediale Echo haben, mehr pushen und ein bisschen forcieren, damit man über die auch ein bisschen mehr liest. Danke für das Interview. Gern, danke. Ja, grüß Gott, liebe Sportfans. Wir machen heute in Kooperation mit Amigos Fan TV und einem neuen Online-Sportportal sport-fan.at ein Interview mit dem Sportdirektor des SAK Klagenfurt. Herr Ogris, wie sind bis jetzt die Vorbereitungen für die Testspiele oder das Training verlaufen und welche Aktivitäten sind noch geplant? In 3 Tagen haben wir ja Transferschluss. Wird sich am Transfermarkt für den SAK noch was tun? Ja, die Vorbereitung läuft sehr gut. Wir sind seit 10. Jänner im Einsatz, haben schon einige Testspiele hinter uns gebracht. Heute das Spiel gegen Villach wird schon ein bisschen mehr zeigen. Transfermäßig ist nichts mehr geplant, wird bei uns sehr ruhig ablaufen heuer, ist auch nicht notwendig und deshalb wollen wir einfach schauen, dass wir im Frühjahr wieder so gut agieren wie im Herbst. Das heißt mit den Neuzugängen Bilali, Ritscher und Male ist die Personalpolitik beim SAK abgeschlossen? Ja, also es kommt sicher kein anderer neuer Spieler mehr zu uns. Und in den Energieferien habe ich gehört, habt ihr ein Trainingslager, es geht ab in den Süden. Wo liegt der Süden da genau? Ja, wir sind immer nach Bleiburg gefahren ins Trainingslager. Es ist aber heuer so, dass wir auf ein richtiges Trainingslager verzichten und normale Einheiten am Nachmittag machen. Das wird auch heuer im Glaubasnitz sein. Ja, das Trainingslager im Vorjahr hat ja auch sehr viel Erfolg gebracht, wie man an der Welle sieht. Vielleicht läuft es heuer genauso wieder. Andere Vereine fahren wirklich in den Süden, in die Türkei. Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt das Nonplusultra. Ja, es ist natürlich auch eine Möglichkeit für uns im Moment nicht und deshalb bleiben wir in unserer Heimat. Okay, Herr Ogris, dann danke für das Gespräch. Ja, wir setzen unsere Interviewserie fort und haben jetzt den Sportmanager des VSV vor dem Mikro, Petra Rüstitsch. Wie sind beim VSV bis jetzt die Vorbereitungen verlaufen? Welche Aktivitäten wird es noch geben bezüglich Transfers? Weil am 31. ist Transferschluss. Was tut sich auf diesem Sektor beim VSV? Wir sind aber jetzt mit der Vorbereitung sehr zufrieden. Keine Verletzten. Wir haben einige Veränderungen vorgenommen im Kader. Das heißt, wir haben ab heute einen neuen Spieler. Der Daniel Birker ist seit heute VSV-Spieler. Es wird vielleicht von meiner Seite aus noch eventuell eine Veränderung geben, aber es wird sich erst in den nächsten 1-2 Tagen ergeben, was der Markt noch hergibt. Aber so wie es derzeit ausschaut, werden wir mit dieser Mannschaft auch in die neue Saison gehen. Ihr bestreitet ja heute ein Testspiel gegen den SAK. Welche Aufschlüsse kann so ein Spiel für die Meisterschaft geben? Es ist eine reine Vorbereitungspartie. Wir sind zwar Mannschaften auf Augenhöhe. Es soll im Prinzip ein tolles Spiel werden, ohne Verletzte, keine Ausschreitungen. Und das ist für beide Trainer, dass alle Spieler zum Einsatz kommen, weil wir einfach beide Mannschaften erst am Anfang unserer Vorbereitung sind. Und das sollte eher ein Testcharakter sein und nicht irgendwas Meisterschaft. Weil Meisterschaft ist erst in der vorletzten Runde gegen den SAK. Und bis dahin ist noch sehr, sehr lange Zeit und deswegen machen wir jedes Jahr mit dem SAK ein Vorbereitungsspiel.
Inwieweit stimmen diese Medienberichte, dass der VSV an die Spieler herangetreten ist mit dem Wunsch, das Fixum zu erhöhen, aber dafür die Punkteprämie zu senken? Stimmt das oder ist das nur ein Gerücht? Es ist kein Gerücht. Ich muss jetzt einmal ganz einmal eins klarstellen. Wir haben, was den Gehalt betrifft, haben wir eine Umstrukturierung gemacht. Was wir da gemacht haben, das ist auch Vereinsseite, aber jeden Cent, was dem Spieler zusteht, hat er bis jetzt bekommen und wird auch...